Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen Oxygen Not Included. Weiter. Was wir letztens angefangen haben. Und ich mag das Spiel immer noch sehr, sehr gerne. Und Sachen passieren. Hier wird schon Strom gemacht. Wieso haben wir hier denn noch keinen Strom? Wieso haben wir denn hier noch keinen Strom? Habe ich hier noch keinen Strom gelegt? Das ist ja doof. Okay, aber wir haben ja schon mal Strom hier in die Batterien reingemacht. Was auch sehr, sehr gut ist und sehr, sehr nützlich. Und hier wird die Leiter gebaut für den wichtigen Raum. Für den wichtigen, wir bauen Zeug, was Sauerstoff herstellt. Raum. Das ist ein guter Raum. Ich sag's euch. Oh, ich wollte euch aber zeigen, wie Leute auf Toilette gehen. Guck mal. Die Jorle. Ja, okay. Und jetzt sammeln die hier hoffentlich mal das Zeug ein, was hier überall rumliegt. Wobei ich glaube, dass Abbauen höhere Priorität hat. Wir können hier harvesten. Das sind Mealwood-Bäumchen und da sind diese Mealwood-Viecher dran. Und die kann man abbauen und daraus kann man Essen machen. Was willst du? Was heißt das? No fabrications cute. Okay, wir können Leislauf machen, weil wir ja gerade die Leister abgebaut haben. Die liegen jetzt hier. Das gefällt mir nicht. Drag to... Ich guck gerade, was hier unten, was das hier macht, dieses Sweep. Drag to declutter floors and move resources into storage. Kommt, Leute. Das ist mir... Wieso muss ich das hier extra noch auswählen? Das ist ja unglaublich. Unfucking glaublich. Komm, alles einsammeln, bitte. So, ah, jetzt geht hier Zeug rein. Dann siehst du. Okay, ich weiß nicht, wie viel man machen kann. 5 Kilo... 5 Kilo Mehlleis braucht das Ding, um ein so ein Ding zu machen. Was haben wir denn? Lassen wir mal ganz kurz... pausieren. 5... Was? Warte, Moment mal. Wir haben 1500... Ach, Kilokalorien. Okay, okay. Raw Metal. Liquid Cultivated Soil. Edible Seed. Mealwood Seed haben wir 6, was sehr gut ist. Filtration Medium, da kommen wir später zu. Algen haben wir auch schon ein paar. Consumable Ore. Tja, okay, ich kenne mich ja nicht so aus. Aber ich denke mal, wir werden Leislauf machen können. Es ist das etwas bessere Essen. Wir können auch noch Maschbar machen, aber die werden halt aus Dreck und Wasser gemacht. Ich weiß nicht. Lass uns mal gucken, ob wir 3 daraus kriegen und dann machen wir erstmal das andere Zeug. Ist das so cool? Was mich halt nervt ist, wenn man das hier ausgewählt hat mit dem Sweep, dann sieht man halt die ganze Zeit diese Symbole. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Das könnt ihr ja mal machen. Kleiner Vorschlag von mir, ne? Das könnte man machen, wenn man hier auf dieses Ding drauf drückt. Dann könnte man sehen, wo man das ausgewählt hat. Ansonsten brauche ich das jetzt nicht die ganze Zeit da blinken sehen, Leute. Echt nicht. Überhaupt nicht. Aber na gut. Okay. Es wird schon wieder Nacht oder was? Wir müssen mal Schlafräume machen für die Leute, ne? Wir müssen mal Schlafräume machen für die Leute. Dann lass uns doch mal gucken, dass wir hier... Das kann mal umgebaut werden dann zu Schlafräumen. Das kann man hier oben, glaube ich, erstmal ganz gut machen. Wir könnten das auch noch wegnehmen. Okay, das hier nervt mich mega. Und ich würde gerne das hier quasi weiterbauen. Damit das hier quasi auch nochmal... Ach, weißt du was? Wir machen das so. Und so, ja, vielleicht müssen wir das hier wegnehmen. Das hier müssen wir wegnehmen, ja. Das nehmen wir weg, dann ist hier genug Platz. Also ich habe, wie gesagt, diese Lücken hier gelassen, damit die Gase hier besser durchflowen können. Muss mal überlegen, ob wir vielleicht hier auch noch eine Verbindung machen. Von da nach da oder hier vielleicht hoch. Hier vielleicht hoch. Dann haben wir hier Wege und Mittel und Wege und Mittel... um hier Sachen zu machen. Lass mich noch mal ganz kurz gucken. Guck,
Hier sammelt sich jetzt das CO2, das rote Zeug. Das ist unser Feind. Das ist der Feind. Und das wird jetzt hier immer nach unten gehen. Und hier unten wird scheiß Luft sein. Aber wir werden dafür sorgen, dass da unten wieder ganz gute Luft ist. Hoffentlich jedenfalls. Und wir werden da unten nur Sachen hin tun, zu denen wir dann nicht unbedingt müssen. Immer wieder. Ich meine, die halten ja auch kurz aus, mal ohne Luft. Die Boys and Girls. Ich überlege gerade, ob wir die Leiter so lassen oder ob wir hier vielleicht noch runterbauen, dass sie hier einfach zum Wasser hingehen können. I don't know. Wer ist denn unser Koch? Wieso kocht hier keiner? Achso, wir müssen eventuell die Priorität aber ein bisschen hochsetzen. Ich finde, Essenssachen sollten immer auf 7 sein. Und täglich grüßt RimWorld. Diese Anzeige wird den RimWorld-Spielern unter euch auch sehr, 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 sehr bekannt vorkommen. Wer war nochmal der Koch? War das Fleischhammer? Fleischhammer ist Koch. Dann bitte Fleischhammer keine Kunst machen und auch nicht dingen. Ja, du bist jetzt hier der Koch. Oder dickst du auch? Oh, okay, er dickt auch. Er muss doch immer kochen. Okay. Guck mal, die machen jetzt Pause. Die machen jetzt Pause. Hier ist Sand, glaube ich, wieder runtergefallen. Wie machen wir das hier mit dem... Ich glaube... Naja. Ne, lass sie erstmal machen hier. Lass sie erstmal machen. Die Algen brauchen wir. Und dann machen wir hier noch Teils hin. Nicht so weit. Ich will noch nicht ins Vacuum rein. Ich hab's schon mal erwähnt, ne? Ich will noch nicht ins Vacuum hineinbauen. Das ist mir noch zu gefährlich. Toilette ist halb voll. Okay. Okay. Im Moment läuft's. Ach so, was wir schon längst hätten bauen müssen, glaube ich. So ein Research-Ding. Braucht das Strom? Braucht das Strom, das Research-Ding, du? Ich glaube, ja. Wollen wir das hier hinbauen? Ja. Hier wollen wir es hinbauen. Und, was auch sehr, sehr interessant ist, ist Strom läuft anscheinend auch durch die Teils durch. Bauen wir mal hier direkt zu den... Batterien. Man kann auch hier, sehe ich, den Strom immer anzeigen lassen, ne? Und kann sich dann hier noch die Temperatur anzeigen lassen. Das wird wohl später nochmal wichtig. Ich persönlich habe mit der Temperatur an sich noch nicht so viel gemacht. Wir gucken uns das mal später an. Und, oh, Light Overlay. Hm. Ja, die ganzen anderen Sachen hier gehen wir später nochmal durch. Gas und Wasser und Scheiße, was ist das denn? Deco-Overlay. Ah ja, okay, ja, Dekoration und so müssen wir auch nochmal irgendwann angehen. Oh Gott, ich hab Bock drauf. Hab ich ja keinen Bock drauf. Okay, Leute, wir brauchen hier mal wieder ein bisschen, hier mal wieder so ein bisschen, dass die wissen, was hier mal wichtig ist. Dass die sich das mal angucken hier, können wir doch mal wieder raus, danke. Oh, diese roten Flecken hier gehen mir ein bisschen auf den Sack. Und was ist eigentlich mit der Priorität hier unten? So, alles 6. Das da oben ist aber auch 6. Und das Essen ist halt 7. Da holen die immer Wasser. Das Wasser holen dauert lange. Ich weiß das. Ich weiß das, Leute. Ich mach mal ein bisschen schneller auf Tab. Wie gesagt, merkt euch das. Auf Tab geht das ja auch. Und dann bauen die hier hoffentlich gleich mal das Ding hier. Wer ist denn morgen besonders klug? Research. Die Jorle. Die Jorle. Okay, dann wird die Jorle das hier machen. Sie wird nicht kompostieren. Sie wird, ja, die anderen Sachen will ich noch drin lassen. Vor allem, weil es auch gerade so wenig Leute sind. Wir werden das relativ wichtig machen. Und dann ist das schon in Ordnung. Ich glaube, hiermit kann man das machen, ne? Ist das jetzt, wenn ich auf P... Ja, geil. Okay, das ist die Priorität 7 jetzt. Und dann können wir noch mal auswählen. Was können wir denn noch mal? Select Research. Und das ist der ganz grandiose Research-Baum. Der wird jetzt voraussichtlich, nehme ich mal an, wird der schöner aussehen irgendwann. Das ist hier Development Build CL Hashtag 207683. Es ist eine Alpha, Leute. Es wird noch hübscher, nehmen wir an. Und immerhin kann man sich... Okay, kann man nicht ganz anzeigen lassen, was dann hinten rauskommt. Aber wenn man hinten drauf drückt, sieht man, was weiter vorne und so ist. Okay, was machen wir zuerst?
Farming Tech. Warum machen wir Farming Tech? Weil wir die Algae Terrariums brauchen. Sie recyceln nämlich Carbon Dioxide, was doch CO2 ist, oder? Ich meine, schreib es mir bitte in die Kommentare. Ich könnte es auch nachgucken, aber ich bin sehr faul gerade. Ich will weiter aufnehmen. Ich kann gerade nicht. Was auf jeden Fall CO2 anscheinend zu Sauerstoff macht. Und das brauchen wir als nächstes. Das brauchen wir als nächstes. Außerdem können wir hier breaks contaminated dirt down into fertilizer. Also hier kann man einen Komposthaufen machen und Sachen aus diesem Gebäude hier herausnehmen und da reintun und daraus Sachen machen. Ihr könnt euch schon vorstellen, was da drin geht, ne? Okay, können wir bitte... ich sehe gerade. Ich mache das hier mal auf 7, das Kabel, weil wir brauchen... Leute, wir brauchen... Wir brauchen jetzt dieses Kabel. Ich will jetzt nicht nerven. Wir brauchen dieses Kabel. Oh, und sag mal, Fischkopf, wie kommt man denn an neue Duplicates? So, der Printer wird alle paar Cycles, hier waren es jetzt glaube ich 3, also Tage, wird er neue Leute ausdrucken wollen. Und das ist cool. Kannst du einfach auf Choose Duplicate machen und dann werden dir die 3 Dudes, Dupes vorgestellt, die du aufnehmen kannst. Was nehmen wir denn mal? Oh, der ist krass unterwegs. Der hat ziemlich viele Sachen auf 1. Er ist ein sogenannter 1000 Sasser. Was? Ich finde es kein cooles Wort. Es ist kein cooles... 1000 Sasser, oder? Dann haben wir hier einen, der ist sehr stark. Das ist ein Bodybuilder. Und gut an den Maschinen. Nachteule. Likes to throw a wrench into the colony's plans in a good way. Okay, ganz schön krasser Typ. Kocht halt nicht. Ist egal. Ist egal. Finde ich gut. Nennen wir... Es ist Dizzy. Nee? Ja. Ja. Come on, Dizzy. Komm ran hier. Komm ran hier auf den Meter. Cool. Jetzt sind wir schon zu viert. Und hier oben sollten eigentlich die Schlafplätze hin. Das ist natürlich doof. Und sag mal, Jorle. Sag mal, ist Jorle gerade am Strom machen? Power. Nee, Jorle. Ich will dich nicht bei der Power haben. Jolle, du sollst mal hier... Ach so, die machen noch den Strom fertig. Ach so, die Kabel machen die noch fertig. Jo, das tut mir leid. Ich habe das nicht gesehen. Machst du jetzt hier die Kabel oder was? Guck mal, die bauen die Sachen ab und bauen dann die Kabel dahinter. In dem Video, was ich angeguckt habe, hieß es, man kann die Kabel ganz normal in die Dinger reinbauen. Habe ich mich da irgendwie... fehlinformieren lassen. Komisch. Sehr, sehr eigenartig. Weil ich meine, man kann Kabel eigentlich ganz normal in Details bauen. Aber anscheinend muss man sie erst wegbauen und dann dahinter bauen. Das ist ein bisschen nervig. Übrigens, wenn man das Kabel wieder wegnehmen will, drückt man hier einfach drauf und dann nochmal. Und dann ist man mit dem Kabel. Dann muss man auf Deconstruct drücken. Und das ist halt bei viel Kabel, was man wegnehmen will, auch ein bisschen anstrengend. Aber was soll ich machen? Was soll ich tun? Lass uns doch mal ganz kurz auf die Gassituation gucken. Guck mal, hier unten ist überhaupt... Ich glaube, dass hier unten war ein Fehler, weil die kommen gar nicht nach da unten. Weil sie auf dem Weg dahin schon keine Luft mehr kriegen. Ich glaube, wir müssen das hier weiter unten, weiter oben ansetzen. Guck mal, lass uns mal ganz kurz gucken, was hier passiert. Wir gehen auf Play. Wir gehen hier aus dieser Anzeige raus. Jorle fängt an, hier Luft zu verlieren oder Leben zu verlieren, während sie hier abbaut. Und geht jetzt schon wieder hoch. Hat kaum was gemacht, weil sie hier nicht atmen kann. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Okay, Leute. Anderer Plan. Wir setzen das schon hier oben an. Wir machen es noch nicht so groß. Und wir gehen dann tiefer. Wir gehen dann tiefer. Okay, Prioritize. Ist das hier 4? Und das hier 6? Nee, und das ist sogar 7 jetzt. Wir müssen mal langsam anfangen. Sonst haben wir ein Problem. Sonst kriegen wir echt ein Problem, Leute. Es ist nun mal so. Desi, ja, du kannst hier ruhig... Komm mal ran hier. Leute, ihr müsst das hier aufmachen. Hier wird noch gegessen. Muss ich echt für Sweepen hier immer Sachen... Das ist doch kacke. Guck mal, hier kann man harvesten noch. Hier wird schon Essen gemacht, ne?
So, ich glaube, wir können auch ein paar davon machen, ne? Animal? Ne, Meal Lice. 500 Kilokalorien. Ich glaube, wir lassen das. Wir lassen einfach das andere Zeug machen. Okay, was mit der Toilette? Oh Gott, die ist ja gleich voll. Clean Toilet. Oh Gott. Okay, so langsam wird das hier wieder interessant. Okay, und das hier ist im Moment das Interessanteste, Leute. Was mit dem Research? Oh, ich habe das nicht ausgewählt hier. Novice Research, das muss man auch noch auswählen. Oh nein, ich voll Horst. Okay. Und dann auf das hier. Okay. Deswegen hat Jordan noch nichts gebracht. Ich bin ein bisschen sauer. Aber ich drücke nochmal ein Auge zu. Wie sieht es jetzt hier aus? Das dauert immer noch ein bisschen. Nee, ihr braucht da jetzt nicht runtergehen, Leute. Da unten ist okay. Es ist alles auf 4. Hier ist auf 7. Ihr müsst mal Prioritäten auch so nehmen, wie sie angesagt werden. guck mal. Der Fischi ist sauer. Der Fischi ist sauer. Aber jetzt kannst du auch schön reinstuhlen gehen. Und die Sachen müssen da rausgeholt werden. Oh, bitte, Leute. Jetzt nehmt doch einfach die Sachen immer mit. Es ist wirklich... So langsam wird es ein bisschen doof, ne? So, hier noch weg, das noch weg. Okay. Okay, das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann Oxygen. Alge Terrarium. Müssen wir noch researchen. Es ist ein Problem. Gut, dann... Nee, ich möchte diese Dinger machen. Ich möchte noch keinen Deoxidizer machen, weil hier sieht es ja auch noch eigentlich ganz gut aus. Hier unten ist jetzt grenzwertig. Hier unten ist jetzt grenzwertig. Wir müssen gucken. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, hier ist was hingefallen. Warum denn? Wo ist das hergekommen? Och Leute, es ist wirklich, es ist ein Problem langsam. Habe ich jetzt auf 7 gedrückt? Wir müssen hier... Pass mal auf, ich mache jetzt einen auf 8 hier. Zack. Hier müssen Sachen gemacht werden, Leute. Hier müssen Sachen gemacht werden. Habe ich hier nicht auf unendlich gedrückt? Jale, schnell. Dringend. Es ist dringend notwendig, dass du hier den Research betreibst. Okay. Was noch? Ich will jetzt auch nicht zu viele Aufgaben geben. Im Moment können hier mal... Ja, der frisst hier vor dem Scheißhaus. Das ist ja angenehm. Das ist ja sehr, sehr angenehm. Oh Gott. Okay, hier sehen wir schon das Gas so, ohne hier drauf zu drücken. Dass es hier nicht so cool ist. Contaminated Water. Ach, hier ist... Wieso ist denn hier Wasser drin? Oh, nee. Okay. Wie sieht es research-technisch aus? 5 von 20. Okay. Ja, was können wir denn in der Zwischenzeit noch machen? Also das mit dem Wasser gefällt mir jetzt hier überhaupt nicht. Warum ist hier jetzt die Contaminated Water? Fließt das hier durch oder was? Wollen wir hier sowas machen lieber? Das ist auch ein Problem, was ich schon in dem Underrun hatte. Dass an manchen Stellen Flüssigkeiten durchkamen, von denen ich, also wo ich nicht verstanden habe, warum das so ist. Und die haben immer noch keine Betten, ne? Die sind auch langsam sauer, glaube ich. Okay, haben wir irgendwie einen lauten Schläfer? Eigentlich nicht, ne? Das gibt's nämlich auch noch. Zeige ich euch später. Sehr wahrscheinlich. Ach, sie hat ja eine schwache... Diana hat ja eine schwache Blase, ne? Okay, ist nicht lustig. Boah, ey, das ist... Also das mit dem immer hier markieren, dass sie es wegnehmen sollen, ist natürlich super nervig. Super nervig. Man kann das auch nicht höher prioritisieren, glaube ich. So, baust du jetzt hier, oder? Wir wissen ja noch nicht mal, ob das was jetzt was bringt hier. Dizzy, oh nein, jetzt fließt... Obwohl, jetzt fließt das dann hier runter, oder nicht? Ist doch gut. Ja, weg damit. Brauch nicht, scheiß nicht. Soll mal schön alles abfließen, da. Research. 10 von 20. Oh Gott, oh Gott. Okay. Was brauchen wir noch? Hier ist so wenig Strom. Wir brauchen Strom. Wie haben wir die Prioritäten hier gesetzt? Ich glaube, kann man ruhig mal auf 6 gehen. Oder? Ich glaube, wenn das Essen auf 7 ist, dann gehen die schon automatisch Strom machen.
Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich lasse es lieber auf 5. Und jetzt ist hier... Dizzy ist jetzt hier hart am Researchen. Das ist ja sehr, sehr interessant. Das ist ja sehr, sehr interessant. Was können wir denn noch... Was können wir denn noch machen, um hier weiter voranzuschreiten? Ich glaube, wir müssen heute mehr Research machen. Ich hatte in dem vorherigen Run, hatte ich auch 2 Research-Bänke. Kann man mal drüber nachdenken. Wir müssen halt gleich mal gucken, dass wir hier... Weißt du was, ich baue das jetzt ab hier. Ich möchte gerne... Ich möchte gerne das Ganze hier auf einer Ebene haben, das hier oben auch noch abgebaut haben. Und ich glaube sogar, ich möchte sowas hier haben. Damit das auch noch gut aussieht. Du. Und wir werden tatsächlich hier noch eine Leiter bauen, ne? Werden wir das tun? Sowas? Sowas? Und machen wir noch sowas hier. So. Ist ja noch eine Lücke, dann ist noch Platz. Dann können wir hier weiter ausbauen. Ich glaube, ich habe den ein bisschen zu viel aufgegeben. Kann das sein? Es ist eine Vermutung von mir. 16 von 20. Es dauert alles zu lange. Hier unten sammelt sich das Zeug. Oh Gott, oh Gott. Okay, wenn ihr gerade mal Zeit habt, könnt ihr mal zumindest hier oben, dass das hier mal weggemacht wird, damit das so ein bisschen hier reinkippen kann. Die schlechte Luft, okay? Nur wenn ihr mal gerade Zeit habt. Nur wenn ihr mal gerade Zeit habt. Das Scheißhausen macht auch schlechte Luft, ne? Oh ja, oh Gott. Oh Gott, hier unten, guck mal. Oh Gott, okay. Das ist hier schon ein ganz schönes Problem. Guck mal, jetzt hat sie sogar das Wasser fallen lassen. Okay, also neuer Plan. Sowas. Priorität 7. Dann können die auch von hier das Wasser holen. Guck mal, die haben hier keine Luft. Aber jetzt haben sie hier frei gemacht. Jetzt wird sich das Zeug so ein bisschen... Zumindest, dass ich hier noch was bauen kann. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht scheiße. Und ich möchte gerne das erstmal hier wegnehmen. Ja, die hier, guck mal, die kriegt keine Luft. Oder der, das war Fishy, ne? Das ist nicht gut. Wenn wir überlegen, dass wir gleich die Luft, die hier ist, hier... Oh, Research ist fertig. Hier abfließen lassen, damit das da auch noch mit runter geht. Aber erst, wenn wir die eigenen Sachen gebaut haben. Und das können wir jetzt machen. Und das mache ich jetzt noch schnell. Wo sind die? Compost Oxygen. Hier. Pass auf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Priorität. 7. Was brauchen die nochmal? Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Ich glaube, die brauchen Wasser. Ich glaube, die brauchen Wasser und Algen. Algen haben wir, glaube ich, schon ein paar abgebaut, ne? Wo sehen wir jetzt hier, wie viel Algen wir haben? Raw Material? Raw Material, Liquid. Jetzt gehen die alle schlafen. Das machen wir auch gleich. Die Folge ist gleich vorbei. Alge, 2900. Ist jetzt, glaube ich, nicht so viel. Da müssen wir dafür sorgen, dass wir das hier ranholen. Dann holen wir noch ein bisschen was an Wasser ran. Dann haben wir hier noch eine zweite Wasserquelle. Wir haben hier oben noch eine fette Wasserquelle. Und hier haben wir Contaminated Water. Und daraus können wir auch noch ganz gutes Wasser machen. Ach, hier oben ist alles Wasser. Geil. Es ist halt nur kaputt. Und wir müssen dann eine Filteranlage bauen. Und da fängt das Spiel dann auch richtig an, so ein bisschen aufzudrehen. Auch wenn es daher mit den Gasen und so losgeht. Ich freue mich da schon mega drauf. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir in der nächsten Folge hier das CO2 umwandeln können in guten alten Sauerstoff, den man mag und mögen, liebt, kennt und ihm gerne eine Postkarte schreibt, wenn man in einem anderen Land ist. Das war der Fischkopf. Bis zum nächsten Mal und tschüss!